Moralapostel Grass wird selbst zum Antisemiten. Kritisches Gedicht sorgt für Wirbel in gleichgeschalteten Medien. Wer Kritik an der Politik Israels öffentlich äußert, sorgt in Deutschland bekanntermaßen für Trubel. Selbst die Moralapostel der Nation, insbesondere wenn es um Nazi-Fragen geht, müssen gelegentlich jene Medizin schlucken, die sie dem eigenen Vaterland jahrzehntelang verabreichten. Diese Erfahrung macht dieser Tage Günter Grass, der in seinem neuen Gedicht die Außenpolitik Israels kritisch hinterfragt und schreibt, geliefert werden soll, dessen Spezialität darin besteht, alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken zu können, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist. Gemeint ist die deutsche Waffenlieferung eines Atom-U-Bootes nach Israel, um einen in Planung befindlichen Krieg gegen den Iran zu unterstützen. Grass lässt in dem Gedicht endlich einmal die Hülle fallen und nennt Ross und Reiter. Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Was für die meisten politischen Beobachter als bekannt gilt, löst unter den kritiklosen und pro-westlichen Medien eine Welle der Empörung aus. Handelsblatt Online fragte zu diesem Thema Dieter Graumann, seines Zeichens Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, der völlig unvoreingenommen und objektiv zu berichten weiß, wer antisemitisch agiert, wer judenfeindlich argumentiert, wer antisemitische Klischees zuhauf verwendet, was wäre der denn anderes als ein Antisemit? Oberjude Graumann kennt Grass genau und weiß auch, das Pamphlet aus Hass und Hetze entsprechend einzuschätzen. Günter Grass hat zwar die Waffen-SS verlassen, aber offenbar hat die Judenfeindschaft der Waffen-SS Günter Grass doch niemals verlassen. Gegenüber Spiegel Online sagte der israelische Historiker Tom Segev, dass das lange Schweigen Günter Grass zu seiner Mitgliedschaft bei der Waffen-SS letztendlich die Motivationsgrundlage dieses Gedichtes sei. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundesfraktion, Rolf Mützenich, kommentierte das Gedicht seines ehemaligen Parteigenossen im Kölner Stadtanzeiger, in dem Text geht die Gefahr ausschließlich von der Atommacht Israel aus. Moralapostel Grass, der selbst 1966 zur Wahl Kurt Georg Kiesingers zum Bundeskanzler äußerte, wie können Sie, die Mitläufer von damals, es wagen, heute hier die Richtlinien der Politik zu bestimmen, wird nun selbst das Opfer jener vollpolitischen Kulturarbeit, die er selbst als Quasi-Häuptling zu verantworten hat.